Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Planet. Und zwar sind wir heute nicht am Emerald Lake, sondern am Missouri und gehen mal wieder auf Welse. Am besten auf Trophäenwelse. Sehe es da gerade nicht richtig, aber das wird sich gleich lichten, denn wir warten bis 8 Uhr. Dann ist der Nebel ein bisschen mehr weg und wir sehen ein bisschen mehr. Und dann, oder auch nicht. Blindwerfen ist so gar nicht meine Spezialität, aber mal gucken. Ja, oder so. Ach, 2 Meter Tiefe geht hier. Gut, warten wir mal. Mein 8 Uhr ist mal. 8 Uhr ist die Höchstleistungszeit der Fische. Also, und dabei ist ja schon was. Also, hier die altbewährte Stelle. Da will schon was. Aber wir sollten mal die Bremse ein bisschen runterstellen, weil wenn da jetzt gleich ein großer anbeißt, der reißt uns das ganze Zeug auseinander. Ganze Schnur, ganzes Vorfach und alles. Naja, mal sehen. Mal sehen, was da geht. Jetzt komm, schlucken runter. Beiß rein. Komm, ziehen runter. Auf. Deiner, deiner. Komm, komm, komm. Komm, nimm ihn dir. Und das sieht mir schon nach einem etwas größeren Wels aus, denn er zieht hier schon mal ein bisschen weg. Ist schon mal ein guter Start, glaube ich. Doch, das ist ein guter Start. Das ist ein guter Wels. Ein großer Wels auch. Der zieht uns hier echt weg. Können wir dann vielleicht noch eine Stufe. Nee, das schadet unserer Rolle. Das ist schade. Naja, holen wir den Wels mal rein, ne? Oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall ist es ein großer Fisch, der sich immer noch nicht geschlagen hat, gegeben hat. Also dann. Doch, das wird was Gutes sein. Das wird ein guter Fisch sein. Mal sehen, wie groß der ist. Also Trophäenwels ist es mindestens. Bin nur gespannt, ob er mehr wie 3,2 Kilo hat, wie der von Ronny im Chat. Oder ob er weniger hat. Bin ich gespannt. Ich hoffe natürlich mehr, ne? Weil ist ja mein Fisch, der muss größer sein. Muss ja zeigen, was ich kann hier, ne? Ich muss ja zeigen, was ich kann. Also, komm. Komm, Fisch, komm. Auf. Ja, jetzt kommt er. Jetzt haben wir ihn. Kommt er zu uns. Fast schon freiwillig. Ja, klar, der kommt. Aber der kämpft ja immer noch. Was ist denn bei dem los? Er gibt noch nicht auf, das ist was Größeres. Auf alle Fälle ist es was Größeres. Aber jetzt haben wir dann gleich, es sei denn, der zieht uns noch mal ein bisschen weg. Jetzt haben wir den. Aber der Schwimmer ist immer noch nicht oben bei 4 Meter. Da, jetzt kommt er, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist vorbei für den Wels. Kerle weg. Ah, nicht so groß. Schade, aber trotzdem. Ein Trophäenwels, das ist was Feines. Das ist was Feines. Hier auch noch ein großer. Ja, ich würde sagen, ich hau den mal so weit. Ah, nee, nicht so weit. Aber gut, ich meine, wir können den ja mal so weit draußen lassen, oder? Nee, können wir nicht, ist anscheinend an einer flachen Stelle. Mal gucken, ist er tiefer jetzt? Nein, auch nicht. Jetzt. Ja,
Doch, jetzt ist er tiefer. Alles klar, dann können wir warten. Oder hängt er noch schräg? Er hängt noch ein bisschen schräg. Vielleicht noch ein paar Meter einziehen, einen. Ich hole ihn einfach noch ein bisschen ein, so. Ja, jetzt ist so einigermaßen gerade. Jetzt können wir mal warten, dass da was beißt. Auf das, dass da was beißt. Aber will noch nichts, so wie es aussieht, bis jetzt. Naja. Das wird sich bald ändern, glaube ich. Dabei ist jemand, da will jemand was essen. Hat jemand Hunger? Dann soll er sich den Schwimmer, den verdammten Haken nehmen, runterschlucken und zu uns her schwimmen. Oder in die entgegengesetzte Richtung schwimmen, weil es ist, glaube ich, ein normaler Kanalwels. Zwar auch kein allzu großer, aber ein normaler. Also ich glaube nicht, dass es ein junger Kanalwels ist. Und was ist es? Ein Kanalwels, jawohl, wie ich es voraus prophezeit habe, und ich glaube, wir schaffen noch den Levelaufstieg auf Level 7 in dieser Folge. Hier auf 9 Meter, wo wir vorher so erfolgreich einen Trophäenwels gefangen haben. Gucken wir mal, ob wir nochmal einen reinbringen. Da will schon wieder was, da sieht man mal. Ja, die Stelle ist gut. Das ist die altbewährte Stelle, da brauche ich gar nicht irgendwo da ganz hinten suchen. Da kann ich auch einfach hier reinwerfen. Da beißen sie, da weiß ich das, dass die beißen. Naja, warten wir mal ab, bis der Schwimmer wieder unten ist. Doch, da will was. Gewusst, dass das nicht ist, weil da zu flach ist. Da will was beißen. Dann soll's auch beißen, ne? Hau rein! Fisch, hau rein! Ja, ja. So ist das nun mal. Aber 1,6 Kilo Kanalwels ist auch schon gut, ne? Ja, na, naja. Wie ich gesagt habe, da will was beißen. Obwohl. Ah, das ist ein kleiner. Junger Kanalwels. Kein großer. Ja, junger Kanalwels. Behalten. Ja, bisschen weit. Meter. Ne, nicht ganz. Mach mal auf die 9. Und da wurde gerade auch nicht gerade. Wollte ich jetzt nicht so ganz. Ein bisschen länger wollte ich schon auswerfen und schon wieder. Bisschen länger. So in etwa. Okay, das war jetzt zu lang, ist halt schwer einzuschätzen. 11 Meter geht auch von der Weite her.
Man muss halt echt immer die tiefen Flecke treffen, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist der Schwimmer gerade, glaube ich. Und warten wir mal, bis der Fisch beißt. Da will schon einer. Dann schluck ihn doch runter. Dann schluck ihn doch runter. Meter Tiefe, mach mal. Geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht, Kerl. Ja, der Fisch hat sich verflüchtigt. Stattdessen pfeift jetzt ein Kauz aus den Bäumen. Was ich nicht verkehrt finde, es ist natürlich eine schöne Atmosphäre, wenn da ein Kauz dir praktisch schon ins Gesicht pfeift. Oder will schon was? Das Spiel doch was dran, das sehe ich doch. Jetzt komm, nimm ihn doch. Hau rein, Fisch, hau rein. Ich hab schon gedacht, das war ein bisschen früher, aber war es doch nicht. Naja, ich meine, es geht ja. Köder wurde vom Haken gefressen, ein Kanalwels, ein normaler sogar. Ihr aktueller Köder ist alle. Alles klar. Dann würde ich mal die Spinnrute nehmen. Ich glaube zwar nicht, dass wir mit dem hier was fangen werden. Aber mit dem hier werden wir hier garantiert was fangen. Da bin ich mir sicher. Und dann gucken wir mal. Zack. Raus damit. Dann gucken wir, ob wir da hier im Fluss einen Hecht entlocken können. Naja, bestimmt wird da noch nicht beißen, wenn ich immer noch an die Hecht haken, weil da sind ganz bestimmt Hechte. Da fange ich die hier am Missouri River normalerweise. River. Ja, mal gucken. Jetzt sollte dann schon langsam eigentlich mal beißen, echt. Gut, ich weiß, also wir sind hier echt schon echt knapp dran. Relativ knapp am Schilf. Das heißt, es geht auch knapp am Schilf entlang. Und das bedeutet, dass wir bis zum knappen Ufer immer noch einen Fisch haben können, weil das da immer noch einer anbeißen kann. Oder so muss halt auch erstmal anbeißen. Ja, weißt was? Da gehen wir an die Hechthaken. Hier. Und dann gehen wir da rüber. Bisschen ins Wasser. Werfen nach da ganz da hinten aus. Und dann gucken wir mal, was da so anbeißt.
Echt was? Ah, okay, schade. Egal. Beim nächsten Mal, wenn der Köder draußen ist, dann warten wir noch mal ein bisschen auf 16 Uhr. Jawohl, und da haben wir dann doch schon den ersten Biss. Machen wir noch ein Plus drauf, dass der ein bisschen mehr Zug hat. Jetzt hat er fast zu viel Zug. Aber mein, der ist ja schon da. Ein Hecht, ein wunderbarer Hecht. Ein Grashecht. Behalten wir natürlich. Also sieht man mal, jetzt spuren wir vor auf 16 Uhr. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Fisch beende ich dann auch schon wieder die Folge. Soll ja etwas kürzer werden wie die letzte Folge, hier. Zack. Ja, da wird schon noch einer beißen. Früher oder später. Aber hier echt, das ist echt bewölkt. Es regnet zwar nicht, aber es ist echt bewölkt. Also man sieht hier wirklich. Ich könnte jetzt nicht bis danach ganz hinten werfen. Das ist jetzt ein etwas größerer Hecht. Nee, ne? Normal. Aber der kommt gleich angeflogen. Oder auch nicht. Normalerweise kommen die, wenn die da reinschwimmen, immer angeflogen. Gut, ein Kettenhecht. Behalten und dann gucken wir. Haben wir die neue Stufe schon? Nee, ne? Aber die, wie schon gesagt, die neue Stufe holen wir noch in dieser Folge. Denn jetzt sind wir ja noch nicht mal auch so arg weit weg davon. Brauchen wir praktisch nur noch einen Fisch und dann haben wir die neue Stufe. Apropos, der Hecht war ja größer ein bisschen, ne? Wie der letzte. Skelett eines blauen Sonnenbarsches. Alles klar, bei dem läuft's, bei dem Typ. Und da ist er ja schon, der Hecht oder der Fisch. Kommt er jetzt angeflogen? Da seht ihr, da kommt er angeflogen, unser Hecht. Und landet da drüben im Wasser. Das ist so ein lustiger Bug, der da hinten, wenn der Hecht da reinschwimmt, fliegt er hierher. Ein Grashecht in Trophäengröße, das ist ja mal schön. Brauchen noch mal einen? Okay. Ja, für die neue Stufe brauchen wir nochmal einen, dann fangen wir nochmal ein. Wenn das so ist. Naja, aber hier bei M1 NK 0,2 Kilogramm Skelett eines blauen Sonnenbarsches läuft bei dem. Da wird er nicht viel davon haben, von diesem Skelett. Ja gut, er kann sich's daheim hinstellen, wenn es real wäre, aber mehr könnt ihr nicht damit machen. Also, er kann. Ich glaube doch, das hat einen hohen. So ein Skelett hat einen hohen Wert, glaube ich. Doch, ich glaube schon, so ein Skelett hat einen hohen Wert. Was ist schon da los? Der kommt aber schnell her, der Fisch. Schwimmt auf uns zu. Ja, tut er. Der schwimmt auf uns zu.
Darum kam der auch so schnell. Aber auch wieder ein Hecht. Ein Grashecht behalten. Was jetzt wie jetzt, hä? Das gibt's ja nicht. Kommt einfach kein Level ab. Das wird wahrscheinlich nur noch so ein minimales kleines Bitzele. Und das Bitzele kriegt man einfach nicht. Aber wisst ihr was? Wir kaufen hier nochmal 10 Stück. Ab in den Rucksack damit reinhauen. Ups. Wollte ich nicht. Reinhauen und zack zu dieser Stelle und dann holen wir uns noch dieses Level up auf Level 7. Schwarzer Vampirhecht. 8,7 Kilo. Hier schwarzer Vampirhecht. 8,7 Kilo. Vampirknochenhecht. Respekt. Wäre ich doch nur auf Hecht geblieben nochmal. Bisschen. Aber egal, wir gehen jetzt nochmal auf Wels. Das ist ein bisschen zu weit nach da. F11 Wurfmethode ändern. Was ist denn das? Irgendwie will der gerade nicht so auswerfen. Naja, macht ja nichts. Ich weiß ja, wo ich in etwa hin muss. Auf die 11 Meter, das geht auch. Hoffe ich. Ja, 11 Meter geht. Ist grad. Naja, so schwarze Vampir noch nicht. Das ist echt ein gescheiter Brocken. Was die da haben. Aber naja, macht nichts. Wir warten jetzt auf den letzten Wels, der uns in das, in die Levelstufe 7 bringt und dann heißt es Schluss für diese Folge. Das Kreuzchen im Hintergrund, das ist echt cool. So ein schreiender Kauz im Hintergrund. Das ist echt eine tolle Atmosphäre dann. Komm Fisch, verzähl mir nichts, du willst doch beißen. Ich merk's doch. Naja, warten wir halt noch ein bisschen, ne? Ah, jetzt aber. Jawollo. Da will doch was. Komm, zieh ihn runter. Ja, normaler. Ja, normaler Kanalwels ist es. Ja. Doch, der geht. Der ist normale Größe. Naja. Kanalwels. Gibt's ja nicht. Warum kommen wir nicht weiter? Verstehe ich jetzt echt nicht, warum wir da jetzt nicht weitergekommen sind. Beim Level, aber gut, was willst du machen? Da kannst du nichts machen, das ist das Problem. Oh. Hey, wir sind ja noch gar nicht beim Leistungshoch. Ist ja krass, dass wir um 8 Uhr einen Fisch gefangen hatten. Und
zu einer so großen. Das Leistungshoch ist um 19 Uhr dann praktisch. Hey, dann können wir ja nochmal. Naja, wenn es um 19 Uhr ist. Komm, warten wir bis 19 Uhr. Dann wird es zwar ein bisschen dunkler schon, aber. Oder auch nett. Ja, 9 Meter, das passt. Komm, wenn jetzt erst das Leistungshoch erreicht ist, warum nicht? Dann holen wir uns doch nochmal einen Fisch hier ab. Ich meine, Fische fangen geht ja immer, ne? Das ist ja kein Ding. Naja, warten wir mal ein bisschen. Warten wir mal ein bisschen. Auf das, dass der Fisch beißt. Ja, mein Mikro. Gerade falsche Höhe gehabt. Jetzt nicht mehr. Gucken wir mal. Ja, ja. Ja, ja. Vampirknochenhechte werden auch noch gefangen. Ich glaube, da mache ich dann noch. Ich glaube, ich mache jetzt heute noch mal eine Folge. Oder in der nächsten Folge gehen wir auf die Vampirknochenhechte. Mal gucken, ob wir da welche rausziehen. Jawohl, und da will was. Habe ich doch gerade gesehen, ja. Leicht blinken tut's. Ist da nichts Größeres. Aber solange es den Köder runterbringt, kann das so leicht blinken, wie es will. Hauptsache, das bringt den Köder runter. Naja. Jetzt fällt mir kein Gesprächsstoff mehr ein. Jetzt habe ich alles aufgebraucht, weil ich ja vorhin die letzte Folge noch aufgenommen habe, und da habe ich zwar nicht viel geredet, ging, weil man beim Spinnangeln irgendwie sich ein bisschen mehr konzentrieren muss wie beim Posenangeln, aber irgendwie jetzt habe ich in der Folge halt meinen ganzen Gesprächsstoff aufgebraucht. Kann man so sagen. Jetzt komm schon. Nimm dir den Schwimmer. Komm, reißen runter. Reiß den Schwimmer runter in die Tiefe, bitte. Du bist doch nur der letzte Fisch dieser Folge und nicht der letzte Fisch von Fishing Planet. Auch ein cooler Name, Mini-Rucksack. Weißt du was, der sieht aus dem Bissbereich raus, der Schwimmer. So, 10 Meter, das geht. Von der Weite her. Jetzt muss er nur noch beißen, der Fisch. Dieses Mal dann halt echt. Weil ich glaube, die Folge ist jetzt langsam auch mittlerweile schon lang genug. Wieder. Aber da beißt doch schon was, oder? Oder täusche ich mich da?
es nicht. Nee, ich täusche mich nicht. Dabei ist wirklich was. Das schimmert blau, die Anzeige. Na dann Fisch. Zieh den Schwimmer runter. Nimm ihn, beanspruch ihn für dich. Im Fischreich. Und ich hoffe mal, dass wir dann endlich Level Up sind. Langsam ist es genug. Langsam ist genug Zeit jetzt in der Aufnahme vergangen. Jetzt komm, nimm ihn. Zieh den Schwimmer runter, bitte. Der knabbert halt auch nur dran rum, glaube ich. Also wenn in das Spiel jetzt noch kommen würde, dass der Fisch deinen Köder abknabbern kann, der Fisch hätte es gemacht. Der Fisch hätte es jetzt schon gemacht gehabt. Komm schon. Weißt du was? Wir gehen jetzt nochmal auf Vampirknochenhecht. Wenn die hier alle einen Vampirknochenhecht fangen, will ich das auch. Halt, aber davor gucke ich nochmal, wie viel die auf. Okay, da ich jetzt gesehen habe, dass wir 30 Minuten haben mittlerweile, würde ich sagen, da machen wir nur noch zwei Würfe. Mehr nicht. Wirklich nur noch zwei Würfe. Und dann war es das dann auch für die Folge. Ja, wir merken schon, es wird dunkel. Jetzt komm schon. Fisch, geh ran. Vampirhecht. Zeig mir, dass du auch bei mir beißen kannst. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, meine Maus, wie sie klick-klack macht, wenn ich immer auf linke und rechte Maustaste drauf gehe. Aber ich glaube, das wäre ist jetzt eigentlich auch gar nicht mal so klug, den Hecht jetzt herauszufordern, den Vampirknochenhecht. Denn unsere Schnur hält den garantiert nicht. Glaube ich zumindest, es sei denn, es ist einfach ein Fisch, der sich einfach an Land ziehen lässt. Egal, ich werfe jetzt nochmal hier so hier hinten. Und dann langt das auch schon für diese Folge. Das ist jetzt der letzte Wurf. Also wenn der Vampir noch nicht noch rangehen will, soll es bitte jetzt tun.
Das wird nichts mehr. Da geht jetzt keiner mehr ran, kein Fisch. So, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dass wir da jetzt keinen schwarzen Vampir noch nicht mehr gefangen haben. Aber ja, man muss halt nicht immer jeden Fisch fangen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Kommi oder ein Abo, was ihr wollt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.